Kapitel 2, Punkt 3. Schirk in Al-Ibada. Polytheismus in der Anbetung und im Gottesdienst. In dieser Kategorie des Schirk wird der Gottesdienst an andere als Allah gerichtet und es wird eine Belohnung von der Schöpfung erwartet, anstatt vom Schöpfer. Ähnlich den vorangegangenen Kategorien teilt sich auch Schirk in Al-Ibada in zwei Hauptaspekte. Kapitel 2, Punkt 3, Punkt 1. Asch-Schirk al-Akbar, großer Schirk. Die eindeutigste Form des Schirk liegt vor, wenn man irgendeine gottesdienstliche Handlung an etwas anderes als an Allah richtet. Allah sandte die Propheten vor allem, um die Menschenmassen von genau diesem Götzendienst abzubringen. Allah unterstreicht das mit folgender Aussage im Koran: Und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte: Dient Allah und meidet die falschen Götter. Sura An-Nahl, Vers 36. Tarut, also falsche Götter, steht für alles, was mit Allah gemeinsam oder an seiner statt angebetet wird. So ist die Liebe beispielsweise eine Form des Gottesdienstes und darf in ihrer Vollkommenheit nur an Allah gerichtet werden. Im Islam drückt sich die Liebe zu Allah durch die vollkommene Gehorsamkeit gegenüber Allah aus. Es ist nicht die Art von Liebe, die der Mensch von Natur aus für die erschaffenen Dinge empfindet, sei es für Eltern, Kinder, Nahrung oder anderes. Würde man diese Form der Liebe an Allah richten, so würde man ihn mit seiner eigenen Schöpfung auf eine Stufe stellen und sich letztlich des Schirk in Al-Asma wa Sifat schuldig machen. Die gottesdienstliche Liebe ist vielmehr die gänzliche Unterwerfung des eigenen Willens unter den Willen Allahs. Daher ordnete Allah dem Propheten an, Frieden und Segen seien auf ihm, den Gläubigen Folgendes zu sagen: Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Sura Ali Imran, Vers 31. Auch sagte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, eins zu seinen Gefährten: Keiner von euch darf sich als gläubig ansehen, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem Vater, seinem Sohn und zur ganzen Menschheit. Die Liebe zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, basiert nicht auf seinem Menschsein, sondern auf dem göttlichen Ursprung seiner Botschaft. Genauso wie die Liebe zu Allah findet die Liebe zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ihren Ausdruck durch die absolute Gehorsamkeit seinen Befehlen gegenüber. Allah sagt in seiner abschließenden Offenbarung: Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Sura An-Nisa, Vers 80. Auch sagt er: Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten. Sura Ali Imran, Vers 32. Lässt der Mensch es zu, dass die Liebe zu irgendetwas oder irgendjemandem zwischen ihn und Allah tritt, so hat er diese Sache angebetet. Auf diese Weise kann Geld oder sogar die eigenen Triebe vergöttert werden. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Dem Diener des Dirhams, also des Geldes, wird es immer elend gehen.
Allah sagt im Koran: Hast du den gesehen, der seine persönliche Neigung zu seinem Gott macht? Sura Al-Furqan, Vers 43. Das Übel, das Schirk in Ibadah mit sich bringt, wird deutlich herausgestellt, da es nach Allahs Worten im Koran dem eigentlichen Sinn der Schöpfung widerspricht. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Sura Adh-Dhariyat, Vers 56. Der große Schirk ist die größte Rebellion gegen den Herrn des Universums und daher auch die größte Sünde. Das Ausmaß dieser Sünde ist so groß, dass sie praktisch alle guten Taten einer Person auslöscht und zugleich dem Übeltäter die ewige Verdammnis in der Hölle beschert. Folglich basiert eine falsche Religion primär auf dieser Form des Schirk. Alle von Menschen gemachten Systeme laden auf die eine oder andere Weise ihre Anhänger zur Anbetung der Schöpfung ein. Die Christen werden dazu aufgerufen, zu einem Mann zu beten, zu Jesus, einem Propheten Gottes, von dem sie behaupten, er sei die Inkarnation Gottes. Die Katholiken beten zu Maria als Mutter Gottes und zu Engeln wie Michael, der am 8. Mai und am 29. September als Sankt Michael verehrt wird. Genauso verfahren sie auch mit den menschlichen Heiligen, ob echten oder erfundenen. Jene unter den Muslimen, deren gottesdienstliche Handlungen unter diese Kategorie des Schirk fallen, beten zum Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oder zu Mystikern und Heiligen nach den Hierarchien der Sufis. Sie glauben, dass diese ihre Gebete erhören und erfüllen können, obwohl Allah im Koran klare Worte gesprochen hat. Sprich, was denkt ihr, wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde euch ereilt? Werdet ihr dann zu einem anderen rufen als zu Allah, wenn ihr wahrhaftig seid? Sura Al-An'am, Vers 40. Kapitel 2.3.2. Al-Shirk Al-Asrar, kleiner Schirk. Mahmud ibn Lubayt überliefert, dass der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt hat: Das, was ich für euch am meisten befürchte, ist Al-Shirk Al-Asrar, der kleine Schirk. Die Gefährten fragten: O Gesandter Allahs, was ist kleiner Schirk? Er antwortete: Ar-Riya, die Augendienerei. Wahrlich, Allah wird am Tage der Auferstehung, wenn die Leute ihre Belohnung erhalten, sagen: Geh zu denjenigen, vor denen du in der materiellen Welt Augendienerei betrieben hast, und schau, ob du von ihnen deinen Lohn bekommst. Mahmud ibn Lubayt sagte auch: Der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, kam heraus und verkündete: O Leute, hütet euch vor dem heimlichen Schirk. Die Leute fragten: O Gesandter Allahs, was ist der heimliche Schirk? Er antwortete: Wenn ein Mann zum Gebet aufsteht und danach strebt, sein Gebet zu verschönern, nur weil die Leute ihm dabei zusehen, so ist dies der heimliche Schirk. Riya, die Augendienerei, ist die Verrichtung jedweder Art des Gottesdienstes, um dabei von den Leuten gesehen und gelobt zu werden. Diese Sünde vernichtet den ganzen Nutzen einer rechtschaffenen Tat und bringt dem Übeltäter eine ernste Strafe ein. Die besondere Gefährlichkeit liegt darin, dass der Mensch
von Natur aus dazu neigt, sich das Lob seiner Gefährten zu wünschen und daran Freude zu finden. Daher ist für die Menschen äußerste Vorsicht geboten, vor dem üblen Vergehen eine gottesdienstliche Handlung darzubieten, um damit die Leute zu beeindrucken oder ihr Lob auf sich zu ziehen. Diese Gefahr ist sehr bedeutsam für die Gläubigen, deren Ziel es ist, alle Handlungen ihres Lebens in religiöse Handlungen zu verwandeln, die allein Allah gewidmet sind. Tatsache ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen wissenden und wahren Gläubigen, Ash-Shirk al-Akbar, den großen Schirk zu begehen, sehr gering ist, da die Falle zu offensichtlich ist. Aber wie für jeden anderen auch, ist für den wahren Gläubigen die Gefahr, Riya, also Augendienerei zu begehen, sehr groß, da sie sehr versteckt ist. Es bedarf nur einer einfachen Änderung in der Absicht. Die dahinterstehenden treibenden Kräfte sind, da sie der inneren Natur des Menschen entspringen, ebenfalls sehr stark. Ibn Abbas warnt davor, als er sagte, Schirk ist versteckter als eine schwarze Ameise, die auf einem schwarzen Stein in der Mitte einer mondlosen Nacht schleicht. Daher muss man mit größter Sorgfalt darauf achten, dass man seine guten Taten stets mit reiner Absicht beginnt und diese rein hält. Um dies sicherzustellen, ist es im Islam vorgeschrieben, vor allen wichtigen Handlungen den Namen Allahs auszusprechen. Eine Reihe von Duas, Bittgebeten, wurde ebenfalls vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, vor und nach allen natürlichen Gewohnheiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Geschlechtsverkehr, ja sogar beim Gang zur Toilette vorgeschrieben, um diese tagtäglichen Handlungen in gottesdienstliche Handlungen zu verwandeln. Außerdem dient es dazu, ein starkes Bewusstsein von Allah zu entwickeln. Genau dieses Bewusstsein, das Taqwa, Gottesfurcht genannt wird, ist es, das sicherstellt, dass die Absichten rein bleiben. Darüber hinaus gab uns der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die Möglichkeit, uns vor den schwer vermeidbaren Handlungen des Schirk zu schützen, indem er uns gewisse Bittgebete beibrachte, die man zu jeder Zeit sprechen kann. Abu Musa sagte, eines Tages hielt der Gesandte Allahs eine Predigt. Dabei sagte er, O Leute, fürchtet Schirk, denn Schirk ist versteckter als eine schleichende Ameise. Jene, denen Allah es wünschte, fragten, und wie vermeiden wir es, O Gesandter Allahs, wenn es versteckter ist als eine schleichende Ameise? Er entgegnete, sag, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor dem absichtlich zu begehenden Schirk und wir bitten dich um Vergebung für das, worüber wir nicht Bescheid wissen. In den nachfolgenden Kapiteln werden wir die bekanntesten Gebiete behandeln, in denen Schirk üblicherweise in allen drei Aspekten auftritt.